Ja, für Florian Brügmann stimmt die Chemie im Leutsche Holz. Kürzlich hat er bis 2024 verlängert und er möchte keinen weiteren Verein mehr in seiner Vita haben. Das freut natürlich auch Miroslav Jagatic. Er kann einen erfahrenen Mann wie Brügmann gut gebrauchen. Es ist das Duell der beiden dienstältesten Trainer der Liga, Jagatic und Heine, schon beide mehr als 3 Jahre im Amt. Die BSG nach der 2:4-Niederlage in Babelsberg zu Hause in Grün vor 3.600 Zuschauern im AKS. Nicht gerade der Favorit, aber mit gutem Beginn. Brügmann mit super Zuspiel auf Dennis Jepel. 4. Spielminute. Letzte Saison kam er von Erzivale Lok. Hier sorgt er fast für die frühe Führung der BSG. Bethke im Tor der VSG mit guter Fußabwehr. Richtig mutiger Beginn der Chemiker. Nur eine Minute später, gutes Pressing vom Gastgeber. Altklinike früh unter Druck gesetzt und das Ganze dann auch erfolgreich. Der Ball kommt zu Manasse Eschele, der Neuzugang aus Fürstenwalde mit dem nächsten Abschluss. Das geht gut los für die Jagatic-Schützlinge. Es gilt ja auch, die Heimbilanz gegen Altklinike auszubessern, denn im AKS haben sie gegen die Berliner noch nie gewinnen können. Die Gäste mit einem 2-0 gegen Cottbus in die Saison gestartet, brauchen gut 16 Minuten, um mal ein bisschen offensiv in Erscheinung zu treten. Aber die Leipziger, sie haben ganz viel Einsatzbereitschaft mitgebracht. Zurek schmeißt da alles rein. Gibt zwar eine Ecke für die VSG, die bringt allerdings gar nichts ein. Sie haben die spielstarken Gäste gut unter Kontrolle. 25 Minuten sind absolviert. Dann kann die VSG den Ball mal flüssig laufen lassen. Und dann kommen sie auch direkt ins Tempo und dann wird es auch direkt gefährlich. Das ist Sean Mensa, der 22-jährige Ghanaer, kam neu aus der Oberliga, prüft Benjamin Bellot mit diesem strammen Schuss. Der aber gut pariert. Halbe Stunde rum. Jagatic merkt, so leicht wendet sich das Platz. Altklinike wird stärker. Fehler von Brügmann. Und dann kommt Philipp Fontaine zum Abschluss. Und der ist tückisch, weil noch abgefälscht. Gut 1,5 Meter fehlen, aber da hätte Bellot keine Chance gehabt. Die VSG in den letzten 4 Spielzeiten immer in den Top 4. Sie zählen zweifelsohne zu den Aufstiegsaspiranten. Kurz vor der Pause nochmal Chemie. Freistoß Brügmann. Eschele verlängert und dann geht Jepel zu Boden. Und es folgt ein später Pfiff von Schiedsrichter Bartnitzki. Er zeigt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter für die BSG. Aber auch reichlich Proteste von den Gästen. Und das zu Recht. Jepel, er schummelt sich den Strafstoß. Ich habe da keinen Kontakt erkannt. Trotzdem gibt's die Gelegenheit für Eschele. Der Neuzugang macht das ganz cool. Schon in Babelsberg als Torschütze und Vorlagengeber in Erscheinung getreten. Jetzt auch mit seinem Einstand vor den Heimfans. Klasse getreten, nichts zu halten für Bethke. So muss man einen Strafstoß verwandeln. Und so stellt man sich dem Heimpublikum vor. Chemie führt zur Halbzeitpause gegen den Favoriten mit 1:0. Zweiter Abschnitt. Es bleibt eine intensive Begegnung. Eckstoß Brügmann. 50. Minute. Der Exhalenser kann richtig gute Standards und das ist so einer. Die Kopfballgelegenheit für Harans. Der kam neu aus Magdeburg, aber Breitkreuz, der VSG-Stürmer, steht seinem ersten Saisontor im Weg. Guter Start der Chemiker in Durchgang 2. Dann aber Freistoß andere Seite. Gordon Büch und es wird richtig turbulent. Der Ball ist nicht drin. Auch wenn Altklinike den Schiedsrichter anfleht, hey, der war doch hinter der Linie.
Erstmal ist es eine exzellente Parade von Bellot, der diesen Ball an die Unterkante der Latte lenkt. Aus dieser Zeitlupeneinstellung war das noch nicht zu sehen, ob der drin war oder nicht. Hier ist es auch noch ein bisschen knifflig. Aber wir haben noch was hinter dem Tor stehen. Und da sieht man, dieser Ball war nicht drin. Riesenrettungstat zum ersten. Und dann gleich nochmal der Chemiekapitän im Tor rettet das 1:0. Dann wird gewechselt. Altklinike mit Top-Qualität auch auf der Bank. Tolgay Ciğerci kommt rein ins Spiel. Rückkehrer aus der zweiten türkischen Liga, war ja einst auch in Altklinike, hat offensichtlich in der Zwischenzeit auch ein paar Tage in der Muckibude verbracht. Aber er ist technisch so exzellent und sofort drin im Spiel. Da ist Ciğerci gegen drei, nicht vom Ball zu trennen. Die kommt irgendwie durch die Kugel und dann steht es 1:1. 75. Minute, Arlin Çoşi mit dem verdienten Ausgleich für die Gäste. Ciğerci unwiderstehlich und auch mit etwas Glück. Und dann reaktionsschnell der Abschluss von Çoşi, nichts zu halten für Bellot. Ja, das hatte sich leider aus Chemiesicht angedeutet. Und Altklinike will mehr, sie sind im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft. Und immer wieder ist es Ciğerci! Und dann dreht er dieses Spiel, Vorlage zum 1:1 in der 84. Minute. Dieser Geniestreich, da sieht man, was der drauf hat. Astreine Technik, der dreht sich unhaltbar weg von Bellots. Ein Supertor des Edeltechnikers. Ja, wenn du sowas von der Bank bringen kannst, dann brauchst du dich nicht zu beklagen. Er ist Wortführer, er ist ein Unterschiedsspieler bei Altklinike. Und Chemie liegt plötzlich hinten. Kurz vor dem Ende gibt's aber nochmal Freistoß. Jepel holt den raus, leichter Kontakt, diesen Freistoß kann man geben. Nachspielzeit. Fürs Engagement wäre ein Punkt durchaus verdient. Haran, der Innenverteidiger mit Wucht, Bethke mit Problemen und Weiher! Oh, Weiher! Knapp vorbei. Die letzte Chance des Spiels hat der Verteidiger der BSG. Es soll nicht sein. Chemie verliert auch das zweite Saisonspiel. Klar, haben wir uns mehr vorgestellt. Wir wussten heute, dass heute ein schwerer Gegner wird. Dementsprechend ist es umso ärgerlicher, lang geführt. Nimmst halt einen Punkt mit normalerweise. So gehst mit leeren Händen, ja. Deshalb überwiegt aktuell der Frust, klar. Die Jungs haben ordentlich Fußball gespielt. Wir erste Halbzeit haben uns neutralisiert. Das ist Altklinike, die haben eine brutale individuelle Klasse und das kommt nicht irgendwoher. Sie haben letzte Woche gegen Cottbus gewonnen, die auch da oben mitspielen, also alle Mannschaften, die da oben mitspielen. Nachhinein haben wir unsere individuellen Fehler, die haben wir teilweise abgestellt. Es ging jetzt nur noch im letzten Drittel, wo du natürlich Galliger rausrücken musst. Und nachhinein sagt man auch dazu, dass man vielleicht im gegnerischen Drittel dann Galliger oder sagen wir mal zielgerechter den Ball aufs Tor bringen musst. Und daran werden wir arbeiten und nachhinein sage ich, im Großen und Ganzen hat sich das Tor angebahnt. Aber du musst hier definitiv einen Punkt mitnehmen und das wäre dann gerecht gewesen. Niederlage in Babelsberg, Niederlage gegen Altklinike. Das Wort Fehlstart ist trotzdem tabu. Ein Fehlstart, das lassen wir uns nicht gefallen, weil im Endeffekt ist es so, dass du sagen kannst, beim ersten Spiel, das war nicht gut, aber beim zweiten Spiel war alles drin. Und das war jetzt hier, sage ich mal, einfach ein Unentschieden verdient, wäre es gewesen. Und wir als Mannschaften sind da voll gefestigt. Es werden anstrengende, schwere Wochen. Es gibt keine leichten Spiele in dieser Regionalliga. In der Regionalliga-Saison jetzt, ich habe es vor der Saison schon gesagt, und wir mit unserem Umbruch müssen noch, wie gesagt, minimal an den Stellschrauben drehen und das werden wir dann in der Zukunft schaffen und wir gucken da positiv in die Zukunft. Luckenwalde und Lichtenberg heißen die nächsten Aufgaben, bei allem Respekt. Da sollte dann schon etwas Zählbares für die BSG herausspringen.